Hallöchen. Wir haben noch was vergessen zu zeigen. Und zwar dieses Teil hier. Vielleicht wird es der eine oder andere schon sehen. Hier steht Optical Selector. Hier steht IO Link 1, 2, 3. Und bei 2 leuchtet das. Das funktioniert aber nicht elektrisch hier. Das kann ich so umschalten. Ich habe auch schon was vorbereitet. Ich habe hinten schon mal die Gummifüße so weit weggemacht. Wir wollen mal gleich reingucken. Ich weiß, wie es funktioniert. Ihr sicherlich nicht. Das ist rein manuell und das ist ein Toslink-Umschalter. Lichtwellenleiter. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier auf Nummer 3 gehe, seht ihr da noch gar nichts. Wenn ich jetzt mal mit der Taschenlampe reingehe, dann leuchtet das. So. Ich kann es auch andersrum machen. Von da nach da. Aber die anderen leuchten nicht. Wenn ich da hingehe und reinleuchte, ist der nicht mehr, ist der. Ich habe mich ganz bewusst für den entschieden, weil es gibt die Dinger auch elektrisch. Ich habe mich aber bewusst für den entschieden, weil ich entscheiden kann, drei Eingänge, ein Ausgang oder ein Eingang, drei Ausgänge. Also kann ich umschalten. Es gibt die Dinge halt elektrisch. Und bei den elektrischen ist es so, meistens, das kommt natürlich auch vom Preis drauf an, ist es so, dass man einen Eingang hat und dann elektrisch umschalten kann auf die Ausgänge. Aber nicht andersrum. Ich kann nicht in die Ausgänge was reinsetzen und am Eingang was rauskriegen. Das ist ja der Elektrik geschuldet, weil da ist die Empfangsdiode oder wie auch immer da drinne und das wird elektrisch dann eben auf die Sendedioden umgeschalten. Das geht nicht andersrum. Hier geht das in beide Richtungen. Und Toslink, da gibt es diese Käbelchen zu. Da ist jetzt noch ein Pinübbel drauf. Den kann ich auch mal abziehen. Das wäre Toslink. Das ist jetzt ein ganz einfaches Kabel, das reicht. Ist egal, was ich für ein Toslink-Kabel habe. Das sollte reichen. So. Ich glaube, man kann es erkennen. Ich halte hier kurz mal nur hier die Kappe ein bisschen zu. Und was ist Toslink? Ja, Toslink ist eine Erfindung von Toshiba. Ist nämlich die Abkürzung Toshiba Link. Toslink. Ist eine Erfindung so in der 90er, Ende 80er, Anfang 90er ist das eine Erfindung von Toshiba gewesen, um Audiogeräte zu verbinden, und zwar digital. Und digital kennen wir als SPDIF. Und das ist nichts anderes wie ein SPDIF-Signal, das halt optisch übertragen wird. Der Vorteil davon ist, es kann nicht gestört werden. Nicht auf elektrischen Wege. Man kennt es bei, oder viele Audiophile, sage ich mal so, kennen das, diese berühmten Brummschleifen. Wenn ich mit mit Cinch-Kabel verbinde, Cinch-Kabel sind, außer das eine hier, sind halt die Dinger, kann ich ja analoges Audio von einem zum anderen Cinch verbinden. Die können aber elektrisch halt gestört werden, Brummschleifen und sonst was verursachen. Und da ist eben mit Licht ist keine Störung da. Das Einzige, was hier dran fragil ist, ist die Leitung. Wenn ich die knicke, geht sie kaputt. Die mögen keine Knicke. Ich glaube, bei Toslink ist die Maximallänge 5 Meter. Es kann aber auch länger sein. Kommt auf die Sendeempfangsdioden an den Geräten an. Aber so bei 5 Meter ist nachher dann so langsam Feierabend. Laut Internet. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber diese Technik war so in den Ende 80ern, 90ern kam sie dann auf in vielen Geräten. CD-Player zum Beispiel und AV-Receivern und so weiter. Gab es dann eben Toslink-Eingänge, der Mini-Player, Mini. Disc-Player hat den, der DAT-Player hat einen Digitaleingang und. Ein- und Ausgang meine ich. Und dann war die Technik wieder vergessen.
mal ab und zu hat mal irgendein Hersteller da mal wieder was dran gemacht, aber so seit Blu-ray-Zeiten, DVD-Blu-ray-Zeiten, so ab 2005, 7 rum, 10 rum, ungefähr so, ich kann es nicht genau sagen, hat man genau diese Schnittstelle wiederentdeckt. Auch heute mit den HDMI hat man diese Schnittstelle halt wiederentdeckt, weil es ist viel einfacher, eine Soundbar am LCD-TV zum Beispiel, wenn man einen guten Sound haben will, diese Flachdinger, die haben nur ganz kleine Lautsprecher. Wenn man dann eine Soundbar hat, ein Stromkabel, ein Tosnin-Kabel, das ist alles, was man verbinden muss. Und man hat 7.1 Sound und alles, das geht alles darüber. Die Technik ist jetzt ein bisschen weiter. Die Kabel sind die gleichen, da kann man eigentlich alles nehmen. Man muss jetzt nicht gucken, dass man sich ein voll vergoldetes, doppelt geschirmtes, sonstiges Toslink-Kabel besorgt, weil bringt alles nichts, weil es ist einfach nur ein Lichtleiter. Und ich habe mir das Ding gekauft, weil ich einen CD-Player habe von Technics. Weiß ich jetzt nicht. Der hat einen Digitalausgang. Ich habe den DAT-Player und ich habe den Minidisc-Player. Die will ich digital verbinden. Oder einen Ausgänge hast du nicht gesehen. Ich habe noch einen Sony AV-Receiver, so Mitte 2000er. Der hat auch einen Digitaleingang, einen DAC drinne, Digital-Analog-Konverter. Wenn ich dann schon digital rausgehen kann und dann analog wiedergeben kann, ist doch okay. Dazu brauche ich halt einen Umschalter. Ich wollte ihn nicht elektrisch haben, weil erstmal vom Preis her ist irgendwie für übertrieben. 20 Euro, nur damit ich von einem zum anderen schalte. Mag vielleicht für den einen oder anderen nicht übertrieben sein. Für mich ist es übertrieben, weil ich brauche da keine Fernbedienung dran, um das fernbedienbar zu machen oder sonst wie. Wenn ich das brauche, dann bin ich sowieso an den Geräten. Ich benutze kaum Fernbedienung. Dann kann ich auch manuell nehmen. Aber wie funktioniert das jetzt hier, dass der umschalten kann? Das muss ja irgendwie funktionieren. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich wollte es euch mal gerne zeigen. Ja, das Gerät hat noch eigentlich Garantie, aber ich zeige euch das mal. Das ist die simpelste Technik. Es gibt aber auch Weichen oder Splitter mit einem Eingang und zwei Ausgängen, nichts elektrisch, und das kann aber nicht funktionieren. Das steht auch in den Rezensionen bei Amazon, funktioniert nicht. Zwar sind da zwei Lichtwellenleiter in einem drinne. Ich muss das hier mal kurz schrauben. Da sind zwei Lichtwellenleiter drinne, nebeneinander. Und zwar leicht versetzt. Und zwar, wenn man hier so guckt, ist ja nur einer. Das sind zwei Stück leicht oval nebeneinander. Und die werden dann aufgeteilt auf zwei. Und das kann nicht wirklich funktionieren, weil das muss wirklich exakt mit der Sendediode übereinstimmen, dass die Daten auch rübergehen. Laut Internet sind das etwa 20 Mbit, die man damit übertragen kann. Wie gesagt, die Technik ist jetzt wieder entdeckt worden, ist ein bisschen verfeinert worden, weil SPDIF ist ja nun auch an PCs. Viele PC-User kennen das von Soundkarten, die haben einen optischen digitalen Ein- und Ausgang. Länger als es eigentlich in den Geräten möglich war. Oder die Geräte das hatten. So, jetzt mache ich das mal auf. Das ist wirklich simpelste, billigste Technik. Das war eine Feder oder einer von den Knöpfen. Und man sieht schon, hier ist ein Lichtwellenleiter drinne. Der wird, ja, der ist jetzt hier fest. Der wird einfach, wenn ich hier drücke, wird der aus der Buchse gezogen. Dann kann ich darüber gehen und dann wird er da wieder rein. Das ist simpelste, einfachste Technik. Das ist genau dasselbe, als wenn ich jetzt hier so zwei von diesen Buchsen hätte. So hinten dran.
und mein Kabel da reinstecke und da reinstecke, dann werden sie auch verbunden. Das ist wirklich einfachste, simpelste Technik. Jetzt muss ich das hier bloß wieder zusammenkriegen. Das wird auch muss ich mal gucken, wie das hier zusammengeht. Ist nämlich noch eine Feder. Ich denke mal, die Feder kommt dahin. Und so. Jetzt nehme ich mal hier so ein. Ein Kabel. Ja, na, das ist jetzt da raus. Na, ist egal. Aber man sieht schon, ich hoffe, man kann es sehen, dieser Stift, der wird ein bisschen rausgedrückt. Und wenn ich das Kabel wieder abnehme, bevor mir das hier komplett auseinanderfliegt. Uiui, das hängt aber fest. Sag mal. Die halten aber gut fest, die Kabel. Alter Schwede. So gut sind ja nicht mal meine anderen. So, jetzt stecke ich das hier nochmal wieder rein. Dann kann man was erkennen. Der kommt da wieder rein. Ich halte es mal so. Ist er direkt dran? Ich habe ja hier auch so einen goldenen Stift. Und wenn ich das jetzt nochmal reinstecke, ich hoffe, man kann es dann erkennen. Denn mit der ein Stück rausgedrückt. Jetzt versuche ich das wieder rauszudrücken. So. Das bedeutet, die liegen nachher so übereinander. Die sind dann auf einer Linie. Das ist wichtig, sonst hat man da Störungen drin. Tonartefakte in dem Sinne, wie man es bei digital kennt. Wenn der Digitalton nicht ordentlich kommt, muss ich das hier nur wieder alles zusammenkriegen. Und ich denke mal, auch bei dem Stift wird das sein, der hier benutzt wird zum Hin- und Herschalten. Das sieht jetzt so aus. Oh, wenn ich den jetzt reinstecke, ich hoffe, man kann es dann erkennen. Ich sehe es jetzt hier nur auf der Kamera. Wenn er sich reinstecken ließe. Ja, auch der wird ein wenig zurückgedrückt. Es ist keine Luft dazwischen. Die liegen wirklich direkt aufeinander. Das ist wirklich wichtig. Aber das hält wirklich gut fest. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht gut festhält. Und wie gesagt, diese Mechanik, die zieht diesen Stift zurück und lässt das umschalten und dann geht er wieder rein. Es ist simpelste, einfachste Technik und es ist nur ein Stück LWL-Kabel da drin oder LWL-Leiter, Lichtwellenleiter. Jetzt will ich das wieder zusammenbauen, obwohl das mache ich nachher gleich. Ne, aber wie gesagt, ich möchte das einfach nur manuell umschalten und ich kann hier zwei Wege gehen. Ich kann einmal so rum raus oder so rum. Egal wie rum ich das mache, das spielt jetzt hier keine Rolle. Da ist keine Limitierung drin. Bei den elektrischen ist halt die Limitierung drin. Und die wollte ich halt nicht haben. Für manche macht es halt mehr Sinn. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe hier halt LWL gekauft. Das ist jetzt wirklich ein ganz billiges Kabel. 1,20 €
habe ich dafür bezahlt für 1,5 Meter, oder? Sind das jetzt 1,5 Meter oder ist das nur 1 Meter? Ich wollte jetzt nicht 3 Meter nehmen, weil was soll ich mit so langen Dingern? Die Geräte stehen eh übereinander. Müsste 1 Meter, 1 Meter sind das. 1 Meter auseinander, also ist okay. Bloß eben aufpassen, die dürfen nicht geknickt werden. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Es gibt sie mit einem Glaskern und es gibt sie mit einem Kunststoffkern. Das hier ist jetzt ein Kunststoffkern. So wie Angelschnur kann man sich das vorstellen. So, und dann hatte ich da eben schon was. Gut. Ja, sie sind halt einfach billig, günstig, aber die funktionieren. Ich habe davon mehrere, die funktionieren wunderbar. Auch hier am PC habe ich einen. Ich weiß nicht, ob ich an den jetzt rankomme. Da. Also es ist ein etwas anderes Kabel. Ich muss mal hier rüber. Und zwar, hier ist der. Da seht ihr, der leuchtet rot. Da ist ein Adapter drüber. Das ist aber auch Toslink. Und das hier ist ein Adapter für. Naja, ich mach den mal ab. Dieses hier ist ein Adapter. Das hier ist ein Adapter für ein anderes Gerät, was auch optisch in hat. Ich nehme das mal. Und das ist mein Mini-Disc-Player, der tragbare. Und der hat hier ein Line-In-Optical. Und ja, man wird es nicht sehen können. Innen drinne, ganz tief drinne, in der Buchse ist der Sensor. Und der kommt da rein. Und dann habe ich einen optischen Eingang. Ich habe bei dem beides. Habe ich jetzt gerade mein Kabel hier. Jetzt nicht. Doch. Hier. Wir kennen ja die Klinkenkabel. Das kann ich reinmachen. Dann hätte ich einen Line-In. Analogen Line-In. Oder eben über diesen Adapter. Ich weiß nicht, wie er sich jetzt schimpft. Ich habe den Namen vergessen. Kann ich da auch reinstecken. Der ist aber auch ein Stückchen länger. Und nur an der Spitze, damit er das weiß. Ich halte die mal nebeneinander. Kann man das sehen? Der ist ein ganz kleines Tickchen länger, weil der muss auch mit der Spitze direkt auf den Sensor drauf. Das ist nur eine Fotodiode. Und mehr ist es nicht. Das wollte ich euch nochmal zeigen und eben mal zeigen, wie so ein manueller Umschalter drin aussieht. Und wie, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte. Ich glaube, im vorigen Versuch hatte ich es gesagt. Genau diesen Adapter hier, diesen Umschalter, habe ich gefunden bei eBay für 20 Euro. Und jetzt muss ich einmal kurz Schluss machen. Ich sage schon mal Danke und fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!